Moin Moin und willkommen. Das sah komisch aus. Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Hier liegt eine auf dem Bewusstloser rum. Kommt mal vor. Wir haben beim letzten Mal. Ich will dahin. Wir sind im GCPD eingebrochen, haben die Leiche gesucht. Und ja, anschließend hier eine neue Sidequest erhalten, von der ich keine Ahnung habe, was genau das ist. Ich meine, es scheint einfach nur eine Massenschlägerei zu sein. Wahrscheinlich so dreimal oder so. Wollen wir doch mal schauen. Die erste Schlägerei haben wir jetzt beim letzten Mal hinter uns gebracht. Das lief sogar eigentlich ziemlich gut, muss man mal sagen. Ich werde wieder besser darin, Leute zu verkloppen. Wollen wir mal sehen, wie es jetzt mit der zweiten läuft. Dazu müssen wir rüber zu Cobblepot an seinem Schiff. Gut, man muss natürlich dazu sagen, der Kampf beim letzten Mal war jetzt nicht so schwierig, weil es. Gut, der eine hatte ein Messer. Aber es waren, ich glaube, keine Panzerungen dabei. Keine Schilde. Keine Kampfexperten. Also, das macht das Ganze ja schon deutlich einfacher, wenn die alle fehlen. Und darüber. Ups, da ist eine Wand. Fand ich es unpraktisch. Aha, das scheint der Ort zu sein. Jetzt muss ich den Kanister finden. So, Kanister. Ich habe beim letzten Mal auch keinen Kanister irgendwie platt gemacht. Oh, das wollte ich nicht. So, wieder mal. Was ist das denn? Scheinbar nichts. Echt, da ist nichts? Kann ich mir nicht vorstellen. Sekunde, das will ich jetzt. Das will ich wissen. Das müsste. Nee, es müsste hier sein, dann da. Da. Doch. YX Spezialkombo verschrotten. Aber verschrotten die einfach nur, dass man eine Waffe zerstört oder sowas? Lass mal schauen. Was haben wir hier? Irgendwo irgendwas. Da ist das, da ist das. Ne, verschrotten steht ja irgendwo drin, irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, die beiden besten sind sowieso B und Y und B und A. Allein schon deswegen. Und wieder eine ganze Reihe weg. Meine, das wäre schon schön, weil das hier war auf jeden Fall eine mittlere Bedrohung, würde ich mal sagen, einfach wegen der Menge der Gegner. Blöde nur, ich habe jetzt zwar die 50er Kombo, aber ich brauche ja noch irgendwas. Und zwar eine. Was war das, eine Variation von 15 oder so? Die werde ich halt nicht schaffen, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das hinkriegen soll. Komm schon. Komm mal her. Ja, wir können es mal versuchen. Nee. Schade, ich wollte eigentlich noch einen auf dem Boden ausschalten. Oh, jetzt vergeigt. Egal. Verhöre den letzten. Wen? Wo? Irgendwo hier. Ach, da hinten. Was machst du da? Wo ist der Kanister? Weggeflogen. Du wirst ihn nie finden. Sir, Ihr Anzug hat Spurenelement eines Gemischs registriert, das zur Venom-Herstellung verwendet wird. Offenbar waren in den Kanistern Inhaltsstoffe dafür. Ich muss rausfinden, wo sie hingeschafft wurden. Wie wäre es mit einem Scan des Gebiets? Vielleicht haben Sie wichtige Hinweise auf Ihren Aufenthaltsort zurückgelassen. Okay. Und das hat nicht gereicht, ne? Nee, habe ich auch nicht erwartet. Ach, ohne Verletzte werden wir es ja auch noch. Oh, okay, ja, nee, das. Nee. Sorry, aber nee.
scheint, als wären sie unterwegs zu My Alibi. Kokain, Backpulver und Industrieseife. Ah ja, klingt behämmert. Moment. Habe ich da jetzt eine neue Markierung bekommen? Ich habe gerade kurz nicht aufgepasst. Natürlich, wieder auf der anderen Seite. Ach, leck mich doch am Arsch. Zumindest gibt es hier die Wertlinge. Ohne Scheiß, wozu sollte ich die anderen Schnellreisepunkte nehmen? Ich benutze eigentlich nur zwei Stück davon, weil es die einzigen sind, die ich habe. Und ich brauche auch eigentlich keine anderen. Das spart mir halt nur den Weg über die Brücke. Und damit wahrscheinlich ungefähr eine Minute. Also eigentlich ist es nicht mal wirklich witzig. Witzig. Ja, witzig auch, aber wichtig meinte ich eigentlich. Bin ich da jetzt echt einfach so durchgekommen? Interessant. So, jetzt lass mich raten. Oh, da ist ein Enigma-Paket. Hier vertrimme ich jetzt auch nochmal ein paar. 7 Stück scheinbar und dann bin ich hier fertig. Komisch. Komischer Laden. Verschwinde jetzt und wir verschonen dich. Schön, ihr wollt den Club? Er gehört euch. Aber wenn der Boss davon erfährt... Er hält sich fern, wenn ihm sein Leben lieb ist. Ah, die Fledermaus. Genau wie Bane vorhergesagt hat. Komm endlich da runter, damit ich dich töten kann. Ich dachte schon, du fragst nie. Ups. Bewaffnet und gefährlich. Das ist ziemlich praktisch. Mit dem Angriff kann man auch mal gut den. Ah, Mist. Ich drück mal ganz oft. Kann man immer gut den Angriffen ausweichen. Fertig. Was jetzt? Achso. Wer bist du? Man nennt mich Bird. Banes Stellvertreter. Das wird ein Rückschlag für ihn sein. Bane hat schon alles, was er braucht. Er wird dich finden. Er wird dich brechen. Das war... Melde das der Polizei. Die sollten diese Männer aufs Revier bringen und befragen. Das war irgendwie ziemlich kurz für ein Sidequest. Könnte ich jetzt mal vorne? Tja, kurzes Sidequest, schnell verdiente Erfahrungspunkte. Warum nicht? Vor allem jetzt die Klopperei am Ende mit den 7 Gegnern war ja mal gar nichts im Vergleich zu den anderen, wo es dann irgendwie über 20 waren. Kein Ding. Passenderweise sind wir allerdings hier jetzt auch schon in der Gegend von Bane. Gar nicht wahr, der war ja hier oben. Ich dachte, wir wären irgendwo hier oben. Naja, lässt sich erledigen. Wozu sollte ich mir mehr Aussichtspunkte holen? Dann schauen wir doch mal. Schon gehört? Lester ist tot. Er hätte Schluss machen sollen nach der Keile, die er in Kessel umgezogen hat. War nicht seiner Liga.
Benelein, wo bist du denn? Oh. Da ist was mir nicht gefällt. Und so etwas, was weh tut. Au. Wenn ich da sterbe, ist es das wert gewesen. Danke für die Vorwarnung, dass wir überall Sniper sind, Bruce. Komm schon. Idee. Ach komm, als ob der das jetzt gewusst haben könnte, wo ich bin. Hör auf mich zu verarschen, Spiel. Ich kann nicht einmal jetzt genauso gut sterben gehen, das schaffe ich nämlich nicht mehr. Ja, sag ich doch. Ich habe von dem Ausweichen gedrückt, ich konnte nicht mehr ausweichen. Ich hoffe auf einen besseren Kampf. Ja, schön. Pech gehabt. Das ist vor allem auch... Ja, lad schneller Spiel. Das ist der Grund, warum ich normalerweise halt dauerhaft mit dem Detektivsen durch die Gegend renne. Bei solchen Aktionen, wenn du nicht weißt, dass da die Sniper sind, dann hast du halt verloren. Pech gehabt. What? Wieso bin ich schon ins Visier genommen? Nee, Spiel, so nicht. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Irgendwie ist das Spiel abgestürzt. Sehr gut. Schön. Wo muss ich jetzt hin? Da. Und da ist ein Sniper. Würde ich mal sagen, gucke ich, ob ich unauffällig zu dem rüberfliegen kann. Nein. Komm schon. Wie viele sind das eigentlich? Wie sind die immer da, dass ich nicht angreifen kann? Die sind halt... Das muss man jetzt nochmal sagen. Die sind gut platziert. Und das stört mich. Ich kann nichts machen. Meine Güte, Bane. Positioniere die Dinger so, dass ich sie erwischen kann. Das ist doch nicht fair. Jetzt fahre ich auch nicht wieder einfach so rüber, bevor ich die beiden dann nicht ausgeschaltet habe. Ich könnte was versuchen, das ist aber riskant. Wo ist Pearl? Sollte er nicht hier unten sein und helfen? Es ist ein entscheidender Ort. Bane hat ihm andere. Das war nicht im geringsten das, was hätte passieren sollen. Bane hier gegeben hat. Der Typ stand jetzt hier an der Kante. Ich hätte eigentlich gerade einen. Das Greifhaken ausschalten machen sollen. Viel Glück, mi hermano. Hoffentlich ist die Formel ausgereift, bevor du drankommst. Mein Leben gehört Bane. Es wird eine Ehre sein, es für seine Zwecke zu opfern. Dann hoffe ich, dass du nicht erfrierst, bevor du deine Chance bekommst. Verdammte Stadt. So, der Typ da vorne ist aber auch noch dran, weil er ein Arschloch ist. Oder auch nicht. Ging nicht. Mache ich das Spiel gerade wieder kaputt oder was ist hier los? So witzig, als es gerade abgestürzt ist, hat es mir irgendwie eine Errorliste ausgespuckt, die so lang ist wie mein gesamter Bildschirm. Bane hat ihm andere Befehle gegeben. Kümmere dich um die Befehle, die er hat. Du hast gut gekämpft. Zack. Weg mit euch, ich bin das wegen Bane hier. Das ich gesehen habe, kam irgendwo aus Richtung dieses Tunnels. Keine Ahnung warum, aber ich mach's mal lieber aus. Ich habe noch eine Vermutung, es könnte sein, dass es eine Szene ist, die wir jetzt hier bald kriegen. Könnte ziemlich gut sein. Sicher bin ich mir aber nicht. Oder war die erst am... Ich habe keine Ahnung. Könnte... Nee, das könnte jetzt wirklich gut hinkommen. Könnte. Ja, komm mal auf.
Schön feste Gegentreten, irgendwann fällt es schon ab. Was haben wir jetzt hier? Bisher irgendwie so nichts. Rüberfliegen? Nee. Doch? Nein, doch, oh. Gegner. Gegner klingt gut. Nicht den. Das wollte ich nicht. Wir sind Krieger. Eine Zeit ist abgelaufen. Wieso? Ah. Das macht mir Spaß. Kaputt. So. Und jetzt, ich nehme einfach mal diese Wand hier und, bumm. Jo. Ich muss mit meiner Klebergranate ein Floß bauen. Sagte er und sprang rein. Das mussten wir doch am GCPD auch schon, deswegen ist nichts Neues. Ich finde es echt so viel einfacher, das Ganze über die Schnelltasten zu machen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich es sehr viel angenehmer finde, dieses Spiel mit Controller zu spielen. Die Schnelltasten auf der PC-Version sind nämlich, dass man zweimal die Zahlentaste drücken muss. Da sind die ganzen Items auf den Zahlentasten zugewiesen. Das ist sau blöd zu greifen einfach mit der Hand. Kommt man nicht so schön ran mit dem Finger. Ach du Kacke. Ich hab Ausweichen gedrückt und lass mal raten. Ja, nichts ist passiert. Dämliches Dreckspiel. Du brauchst kein Venom. Du kannst ja eh nicht mit umgehen. Das war wieder mein falscher Knopf. Ich wollte doch nur durch diese Tür hier durchgehen. Voll unhöflich. Eingang zu Banes Hauptquartier? Nee, ich glaube, es kommt tatsächlich schon. Oder? Ach, ich weiß es nicht. Oh, ist das eine Kamera? Bitte lächeln! Mein Peilsender ist hier irgendwo. Das heißt, dass Bane auch hier ist. Was haben wir denn hier alles? Ein Teil dieser Forschung ist der Überwindung seiner eigenen Sucht und Abhängigkeit von Venom gewidmet. Ohne es kann er nicht überleben. Beeindruckende Arbeit. Aber Bane hat anscheinend keine Lösung für die schädlichen Nebeneffekte der Verbindung am Gedächtniszentrum des Gehirns gefunden. Projekt TN1. Bane experimentiert wohl mit einer neuen Art Venom. Was auch immer es ist, es muss die physiologischen Schäden an der Leiche im GCPD verursacht haben. Da, ich weiß nicht mehr, ob es noch aufgeklärt wird, wahrscheinlich schon, aber hier kann man jetzt schon davon ausgehen, ne, wenn man ja Arkham Asylum gespielt hat, TN1, das wird wahrscheinlich das Titan-Projekt gewesen sein. Das ist das Einzige, was auch eigentlich Sinn ergibt bei Bane. Ich glaube, das ist die Szene, die ich erwartet habe. Ihre Zeit ist abgelaufen.
Bert. Bane weiß, wer ich bin. Du bist nicht mehr sicher in Wayne Manor. Verstanden. Ich rufe die Polizei. Nein, ich darf nicht riskieren, dass auch Sie meine wahre Identität aufdecken. Verbarrikadier dich in der Bathöhle. Was werden Sie tun? Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich überlege mir was. Ich muss zurück zur Bathöhle. Schnell. Ja, Bane hat rausgefunden, wer denn der gute alte Bruce hier eigentlich ist. Ja, schön. Und ja, das könnte uns vor ein paar Probleme stellen, also sollten wir vielleicht mal dafür sorgen, erstmal sollten wir zur Betthöhle gehen und dafür sorgen, dass nichts passiert. Und das beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.